Was ist eigentlich die geile Musik immer her, ey? Wahnsinnig, wa? Es ist die Musik von Neues vom Schloss Neißenstein. Merz? Ja. Das ist richtig geil. Das epische Hörspiel-Epos mit dem Rheinchor alias Reineken der Recke. Ja, so ist es da, oder was? Ja. Und ich bin der Lord. Und da gibt's noch V1ET, Bastian Rosenfels, der Antagonist vom Protagonisten Lord. Mhm. Viele andere tolle Menschen natürlich. Abgefahren. Und wir arbeiten immer den geilsten Scheiß aus. Jetzt seid ihr natürlich bei Gothic 2, einer wunderbaren weiteren Episode, wo wir Stück für Stück von ganz unten im Keller uns nach ganz oben arbeiten werden. Innerhalb von 2 Stunden haben wir es erreicht. Und jetzt sind wir fast schon am Maximum angelangt. Und jetzt bist du da. Und jetzt geht's los. Los. So, wir sind wieder zurück im Spiel. Also das Intro war besser als die Folge bis jetzt. Ja, will ich. Aber also wir sind zurück im Spiel, wir sind in der Burg. Wir grasen hier weiterhin alles ab und ich habe gerade mal eine Runde gepennt. Und ja, gebt uns weiterhin Tipps, sagt uns weiterhin, wie wir irgendwelche Sachen machen sollen. Gordon zum Beispiel befreien oder so. Ja. Ich nehme 10. Geil, macht Spaß. Ich nehme einen High Five von deiner rechten Hand. Das war deine linke Hand. Ja, verarscht. Ha. Du bist ein Feistorwache. Hast du irgendwas zu sagen? Was ist deine Aufgabe? Mein Auftrag ist simpel. Ich muss darauf achten, dass sich die Orks nicht näher als 30 Schritt ans Tor heranmachen. Wenn sie versuchen sollten, das Torgitter zu durchbrechen, werde ich Alarm schlagen. Das ist alles. Wie eine Tucke, ne? Wie so eine Tucke. Die Hauptwache. Kommt hier rein? Wir müssen auf jeden Fall Tränke kaufen, das ist mega wichtig. Abgefahren, ey. Wo ich hier schon überall reingehen kann. Ja, du bist ja auch schon, du hast das, die ganze Welt schon einmal gerettet. So, Rohstahl. Ich klaue jetzt einfach alles. Also ich meine, die sind ja frei. Wollen wir einmal so kurz über die Reling laufen? Ja, ich schon einmal... Zinne? Nee, wie heißt das? Die chinesische Mauer hier ablaufen, meinst du? Ja, genau. Okay, ganz gut. Finde ich gut. Gerne. So, wo geht's hier so lang? Ja, kann auch sein, der Schlag war jetzt zu intensiv. Ja, das ist die ersten Male auch Das ist dir auch passiert. Das ist dir auch passiert, ne? So, Engor. So, du bist also der Typ, der den Pass geschafft hat. Ja. Schön, ich bin Engor, der Verwalter dieser Expedition. Glaub mal ja nicht, dass du von mir irgendwas umsonst kriegst. Diese Sau, ey. Aber wenn du Gold in der Tasche hast, bin ich für einen kleinen Handel immer zu haben. Ich hab gehört, du teilst die Rationen ein. Das ist richtig. Wieso? Soll ich dich jetzt auch noch durchfüttern? Wenn du irgendwas haben willst, dann zahlst du dafür. Genau wie alle anderen auch. Vielleicht kann ich dir bei deiner Arbeit helfen. Hm. Ja, warum nicht? Hilfe könnte ich wohl gebrauchen. Also, was ist zu tun? Unsere Nahrungsvorräte sind knapp. Vor allem unsere Fleischvorräte gehen zur Neige. Wenn du also Fleisch besorgen kannst, roh oder gebraten, Schinken oder Würste, dann wäre uns geholfen. Haben wir direkt wie sieht's aus? Dabei, ne? Wir haben noch nie Fleisch gegessen. Auf jeden Fall. Kein Problem. Ich besorge euch Fleisch. Mit 2 Dutzend Fleisch könnt ihr schon einige hungrige Mäuler stopfen. Komm, wir haben schon viel gebraten, natürlich. Ne? Ich muss ja, aber das meiste ist noch roh. So. Hey, du. Ich hab hier was für dich. Sehr gut. Gut, du hast genug Fleisch gebracht. Aber lass dir mal eine reinhauen irgendwie. Ja, der muss irgendwie noch Ärger kriegen. Aber ja nicht, dass du von mir jetzt irgendwas umsonst kriegst. Ohne Scheiß, der muss eine... Das ist für ein Arsch, ja. Zeig mir deine Ware. Irgendwie kann man scheinbar nichts machen. Was hat er so? Ah, hier, Heiltränke. Kauf dem alles ab, was er hat. Nee, wir verkaufen jetzt erstmal unseren Shit hier. Okay, wie du es machst, in welcher Reihenfolge du hast, ist mir egal. Ja, ich will den mal loswerden, da komme ich gerade drauf. Er scheint auch recht alles zu kaufen, ne? Richtig geil. Rudenmacht verkaufen wir nicht, das ist ja ein Zweihänder, ne? Mhm. Aber den hier, den Inquisitor, den können wir verscherbeln. Auch das Orksche Kriegsschwert. Ja, danach kann alles weg natürlich. Grab hier. Rubinklinge kann halt eigentlich auch weg, ne? Ja. Ja, ist halt schade so. Wir sind geil jetzt. Wir brauchen den Mist nicht mehr. Typhoon. Ey, warte ganz kurz, bevor du ihn verkaufst. Ey, warte, einmal auf Typhoon noch. Typhoon, danke. Danke, du warst lange eine gute Sichel. Du warst lange da für uns. Aber du warst zu kurz, du warst zu leicht und du hast nicht richtig gut gehackt. Du warst ein langes Teil, du warst richtig gut, du hast geil gehackt, aber du musst immer positiv formulieren. In den richtigen Momenten hast du nicht richtig gestochen. Du musst dir merken, du musst den Leuten immer noch sagen, dass sie gut sind, aber auch noch besser werden können. Verstehst du? Nicht sofort sagen, die sind scheiße. Zu einer Waffe, die schon ansetzt, mit einem Rost ansetzt. Du bist eine gute Waffe, wir haben Bock auf dich, aber jetzt verpiss dich. Ja, genau. Tschüss. Ciao. So, alles klar. Okay, schwere Ork-Echse, 34 Ork. Stück. Wir haben schon ja, 34 Orks getötet, mindestens. Schädelspicker weg, Stabkeule weg. Boah, sind wir reich, Alter.
Mittlere Ork-Axt. Grobe Kriegsaxt. Weg. Oberzweihänder weg. Das dauert jetzt ein bisschen. Haut doch nochmal einen Tweet raus. Hashtag Gothic 2. Danke, Typhoon. Du warst echt ein guter Fisch. Hast du nicht irgendeine Musik, die so verkauft? Okay, Michael, du fragst mich, ob ich Musik dabei habe. Ich als geiler DJ. Okay. Ja, aber weißt du, so ein bisschen gechillt wie in so einem Kaufhaus. Ja, genau. Hier kriegst du ein Schwert, hier kriegst du einen Bogen. Hier für dich. Du kannst aber ein bisschen Marktschreier machen, genau. Lustige Schwerter haben wir noch mal angeboten. Okay, dann musst du mir ein bisschen zeigen, erst was das. Eine Spitzhacke für dich, die ist schon noch gut. Hier, nimm noch das Beil mit drauf. In die Tüte ist wohl ein schwerer Ast gefallen. Ich geb dir 16 Stück mit an die Hand. Hier, guter Dolch. Da oben drauf gibt's einen Lachs. Jetzt ein Buchenbogen, magischer Bogen, Kompositbogen, Armbrust. Was haben wir denn noch dabei? 5 Armbrüste. Auch was für die Kinder. Kurzbogen, magischer Fallbogen. Yes. Wie viel Pfeile denn noch? 700. Brauchst du 700 wirklich? Weißt du was? Ich gebe dir noch mehr dazu. Ich gebe dir noch was in die Packung. Hier, Tüte ist offen. Schmeiß rein, schmeiß rein, schmeiß rein. Ein paar Mana-Elixiere. Das geht runter wie Öl, sag ich dir. Wenn du mal eine Erkältung hast, zieh doch ein bisschen Mana-Saft rein. Das geht schon. Hier auch Trank der Geschwindigkeit. Nix. Das braucht kein Mensch. Warte mal, okay. Was haben wir denn noch? Ich habe ein paar Ringe im Angebot. Oder wollen wir die nicht verscherbeln? Ring der Heiler zum Beispiel. Und jetzt fragen Sie sich, meine Damen und Herren. Packen wir auch Ringe mit rein? Ja, sicherlich. Mach mal. Wenn, welchen Ring denn nicht? Das glaubt doch kein Mensch. Amulett der Heiler, weg damit. Amulett der Priester. Wer hat kein Geld dabei? Heute alles für einen Zehner. Alles zusammen, sag ich. Und da, ihr macht mich arm. Ihr macht mich alle arm. Heute alles für einen Zehner. Ich kann es nicht glauben. Was haben wir noch dazu? Micha, was gibt's denn noch? Warte mal. Ring der Krieger, Ring der Lebensgeber, verscherbe schon alles, ne? Ja, das musst du, ich muss es so anbieten. Ja, das dauert jetzt zu lange. Einen noch vielleicht. Eine ich meine, du bist noch. Schon echt verflucht schnell, aber. Eine Sache. Ring der Magie weg. Behalt den Scheiß. Ring der Eisenhaut weg. Warte, sag's mir. Ring der Eisenhaut weg. Wer will den Ring der Eisenhaut weg. Haben? Das kriegt man sonst auf dem Markt für 10.000. Jetzt heute für einen Zehner. So, ist das nix. So, was mit den ganzen Zaubern? Ah. Hab ich keinen Bock mehr drauf, oder? Warte mal. Ja, wir aber haben doch genug jetzt, Kohle. Warte mal, aber doch wohl nicht das gute Beschirr. Jetzt ja wohl nicht auf der rechten Seite den guten, hier nicht den guten Pokal. Was? Ich kaufe jetzt erstmal den Shit hier. Warte, ich gehe. Michael, nein, ich lass mir jetzt nicht so den Rücken fallen. Was wir denn? Können doch nicht den guten Hammer verkaufen. Willst du wirklich den guten Hammer verkaufen? Hey, was für ein Hammer? Da, den guten Hammer. Ich muss jetzt erstmal Tränke kaufen. Ja, willst warte du jetzt mal. Wohl nehmen? Oh Gott, warte, ich bin jetzt mega in der Rolle. Was machst du denn da? Was für ein Hammer denn? Den guten, niemand würde doch jetzt den guten Hammer verkaufen wollen. Wer von euch will den guten Hammer haben? Was für ein Hammer? Ich weiß nicht, welchen Hammer du meinst. Der war ja doch gerade. Hä? Dann nimm doch die Silberschale. Mir auch egal. Ach, okay. Also ich verscherbe jetzt den ganzen Schrott hier auch noch, wenn du drauf stehst. Ah. Dauert halt nur 500 Jahre. Boah, war das anstrengend? Ich glaube schon, oder? Nein, überhaupt nicht. Wer will einen Silberteller? Wer kann sich das vorstellen? 20 Stück, silberner Ring. Wer ist dabei, meine Damen und Herren? Ja, nehmt ihr doch noch, wie viele noch? Noch 10? Noch 10 vielleicht? Alles in den Sack. Bitte. Silberner Ring, bitte. Silberner Kelch. Bitte, was denn noch? Silberner Kerzenständer. Kerzenständer für die Frauen. Da, Sextant. Da geht einiges zu Bruch hier im Laden, weil wir machen Rollmuckverkauf. Der goldene Kelch, alles muss raus, meine Damen und Herren. Geweihtes Wasser, ist doch alles egal. Heute kommt alles in die Tüte und alles für einen Zehner. Woanders, hier beim Händler gegenüber, hier Konstantino, da kriegst du das für einen Hunderter. Hier für einen Zehner. Mana, ist das geil. So. So, jetzt noch das hier. Silberteller nehme ich für die Kinder. So. Pack mal 40 ein. So, reicht jetzt, ne? Jetzt Puste, haben wir alles. Wealthiest man in the country. Ey, wir haben 15.000 Goldstücke in der Tasche, Alter. Sehr gut. Wir können uns alles kaufen, was wir wollen. Wir wollen nur leider nichts haben. Das ist das Problem. okay, das haben wir scheinbar erledigt. Mehr kannst du mit Engor nicht machen. Ah, kann man nicht noch mehr kaufen bei ihm? Was denn? Wir brauchen ja nur Heiltränke, sonst brauchen wir nichts. Danke. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt zu Explosive Preise bei Micha und Micha, der Verkaufsshow bei Gothic 2. Exklusiv. Okay, hat dir das gefallen? Ja, super. Das nein, ist hast super. Du echt Hammer. Keine Ahnung, wo du das jetzt wieder hergeholt hast, aus welcher extra Batterie. Aber ich bin begeistert. Meine Leber läuft mit Duracell. Keine Ahnung. Sehr okay, gut. Wir rennen mal hier rein. Ui. Wer bist du? Viel wichtiger ist die. Okay, wir brauchen die Spitzhacke wieder. Ich bin über den Pass. Ach, stimmt. Also für die Mine natürlich. Oder kann ich rein? Konnte ich ja nicht wissen. Klar kannst du rein. Wir können nur abwarten. So. Schauen wir mal, was gibt's denn hier so alles? Vielleicht können wir noch eine Spitzhacke kaufen, wie wäre das?
Ja, die kaufen wir gleich zurück. Ne? Wahrscheinlich verkauft er es für 5000 Euro jetzt zurück wahrscheinlich. Wenn er schlau ist, ich würde es so machen. Mal hier, Parsival. Parsival? Bei welcher Schürfergruppe ist Diego? Dieser Sträfling Diego? Er ist bei der Gruppe von Paladin Silvestro. Wie ist die Lage? Das Lager ist von den Orks umzingelt. Die haben sich hier festgebissen. Aber weitaus bedenklicher sind die Angriffe der Drachen, die mittlerweile den kompletten Außenring zerstört haben. Ein weiterer Drachenangriff wird uns schwere Verluste zufügen. Wie viele Drachen sind es? Wir wissen nicht, wie viele insgesamt, aber es sind mehr als einer. Aber das ist noch nicht alles. Das ganze Minental ist voller bösartiger Kreaturen, die die Drachen unterstützen. Machen wir uns nichts vor. Ohne Verstärkung von außerhalb stehen unsere Chancen schlecht, hier lebendig wieder rauszukommen. Ich möchte deine Hand mal halten. Ich mag dich richtig gerne, Micha. Ja? Ja. Okay, was schreiben denn die Leute? Also einfach nur, dass wir toll sind. Okay. Was ist deine Aufgabe? Alter, Ulrich sieht da richtig dumm aus. Ich bin Offizier des Königs. Und zurzeit dem ehrenwerten Kommandanten Garond unterstellt. Wir sind die letzten Paladine hier in der Burg. Alle anderen sind unterwegs oder gefallen. Es liegt nun an uns, diese Expedition zu einem guten Ende zu bringen. Wieso redet Oryx so wie Diego? Und das werden wir. Bei Innos. Das werden wir. Ja. Ich habe eine Nachricht für dich. Ich habe eine Nachricht für dich. Was gibt's? Dein Bruder ist tot. Er ist bis zum Pass. Alter, wie miese. Innos stellt mich auf eine harte Probe. Oh Mann. Doch er starb als sein Diener. Diese Nachricht ist wie ein Pfeil, der sich in mein Herz bohrt. Ich werde neue Kraft im Gebet suchen. Hm. Okay. Wir sind echt, wir haben wirklich so... Ich habe eine Nachricht für dich. Ja, was denn? Dein Bruder ist tot. Wir haben Empathie 6000 auf jeden Fall. Auf jeden. So, Garond hier, Chefe. Woher kommst du? Ach, geil. Du gehörst weder zu den Schürftruppen noch zu meinen Leuten. Also. Ich bin über den Pass gekommen. Über den Pass? Du hast es tatsächlich geschafft? Bei Innos. Ich frage mich, warum ein Söldner das alles auf sich nimmt. Was willst du hier? Habt ihr ein Bordell? Ich komme von Lord Hagen. Er will, dass ich ihm einen Beweis für die Anwesenheit der Drachen bringe. Und du bist hergekommen, um ihn dir abzuholen und wieder zu verschwinden. Aber ich kann dich nicht zu Lord Hagen zurückschicken, ohne ihm Auskunft über das Erz zu erteilen. Hör zu. Lord Hagen muss unbedingt erfahren, wie unsere Situation hier ist und wie viel Erz wir hier bisher gefördert haben. Okay. Was soll ich für dich tun? Ich habe 3 Schürftrupps da draußen. Aber die haben mir nicht einen Erzbrocken geschickt. Such die Schürfstellen auf und berichte mir, wie viel Erz sie gelagert haben. Dann werde ich ein Schreiben für dich aufsetzen, mit dem du zu Lord Hagen zurückkehren wirst. Okay. Na schön. Schätze, mir bleibt keine Wahl. Klingt nach Mainquest. Aber warum? Das ist Mainquest, ja. Weil du einen Weg durch die Orkreihen kennst. Meine Jungs wären da draußen hoffnungslos verloren. Du hast es hingegen schon einmal geschafft, durchzukommen. Das macht dich zum besten Mann für diesen Job. Absolut. Wir sind ja auch feiste Boys. Wie viel zahlst du mir für den Job? Ich bin es nicht gewohnt, mit Söldnern zu handeln. Er ist ganz zornig jetzt. Mhm. Aber gut. Mir bleibt wohl keine andere Wahl. Ich zahle dir 500 Goldstücke, wenn du die Mission für mich erledigst. Na, ist schon gut. So, die Schürfstellen. Ich will das für die Schürfstellen. Hier, nimm diese Karte. Dort sind die 2 Gebiete eingezeichnet, in denen sich die Schürfstellen befinden. Falls du noch weitere Fragen hast, wende dich an Parsival. Er wird dich mit allen Informationen über die Schürfer versorgen. Sehr gut. Ich will, dass du Gorn freilässt. Ich kann ihn nicht freilassen. Er hat sich vieler Verbrechen schuldig gemacht und die müssen gesühnt werden. Nix. Kann ich seine Strafe bezahlen? Das wäre eine Möglichkeit. Billig wird das allerdings nicht. Ich verlange 1000 Goldstücke für Gorn. Ich sage ja. Was ist ein Haufen Gold? Gorn hat doch einiges lass auf uns dem das tun. Es gibt bestimmt eine Art und Weise, das mit Gold. XP zu lösen. Ich glaube nur, dass wir von Diego noch Geld kriegen und von Milton. Okay. Wie ist die Situation? Aber ich glaube, das kriegen wir auch hinterher. Du solltest losziehen und die Schürfstelle. Cool. Ich glaube, du kannst es machen. Okay, aber dann laufe ich es erstmal zu denen, ne, würde ich sagen. Zu Milton, ja. Und zu Diego. Ja. Diego ist bei der Schürfstelle übrigens. Das weiß ich weg von meinen Töpfen. Ich bin hier für das Essen verantwortlich und das bedeutet, dass niemand hier irgendwas zu suchen hat.
Ich hoffe, das war's deutlich. Alter, ey. Der steht hier schön nackt über den Töpfen und tropft es schön aus den Achseln direkt in die Suppe. Ja, so sollte auch sein. Es gab, Salz war kostbar. Wer hat ausgerechnet dich zum in der Gothic-Zeit? Das war Kommandant Garon, denn vor meiner Zeit als Gefangener war ich Koch im wütenden Eber. Und warum haben sie dich eingebuchtet? Es gab da ein Missverständnis zwischen einem Gast, einem Hackebeil und mir. Gibt's was Neues? Wenn du Neuigkeiten erfahren willst, dann frag die Ritter. Ich bin nur ein gefangener Koch. Mich brauchst du das nicht zu fragen. So. Okay. Er ist richtig gesprächig, er hat gute Laune. Naja, gut. Er hat einen guten Buddy. Wir rennen hier nochmal hoch, ne? Und checken die ganze Bude aus hier. Ich sag immer, gut gewürzt ist halb geklopft, ne? Ja. So. Was macht er da? Ritter. Ritter, er steht hier so rum. Oh, es gibt mir zu viele Räume, ich dreh durch. Du machst einfach auf und guckst nicht rein, finde ich Hammer. Nee, ich geh gleich rein. Ich will nur einmal in einer Runde laufen hier. Weil hier geht's nämlich. Oh. Was wolltest du? Ich hab doch gar nichts gemacht, ey. Okay, alle hassen dich. Hauen die mich jetzt? Jo. Ich hab nicht gespeichert. Da musst du den Vergessenszauber anwenden. Oh, das ist ja ungeil jetzt. Jetzt hast du deine Waffe weg und dein schönes Gold. Du hast nicht gespeichert? Nee, ich glaube nicht. Das war keine wo war das? Was ist denn jetzt alles weg, wenn die mich hier ausgeraubt haben? Wir können nur abwarten. Also normalerweise ist doch immer das Gold weg und die Waffe weg. Ja, wenn die Klaue Belias weggenommen haben, das geht natürlich gar nicht. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Das Gold geht auch gar nicht. Ja, ne, okay. Da müssen wir laden. Ja, ey, scheiße. Da habe ich gespeichert. Ja, das geht war halt noch. So wild. Also, come on. Klicke ich den ganzen Shit, ist weg. Ja, na klar. Schön durchklicken. So. Garant. Hey, du. Woher wer redet? So, weg damit. Weg. Kruckmann macht wieder Töne mit den Fingern. Okay, aber ich fand das gerade ein bisschen verwirrend, weil. Da stand ja nicht irgendwie Privatraum oder so. Und die anderen Räume waren ja auch nicht schlimm. Aber egal, ich versuch trotzdem nochmal die anderen Räume auszuchecken. Ich bin hier. Ich wäre mir da nicht so sicher. Ich kenne sowas. Ja, gut, dann speicher halt vor den Türen. So, ich speichere nochmal. Genau. Du bist wahrscheinlich in. Seine Privatgemächer eingestiefelt. Irgendwie schon, ne? Ist auch ganz geil. Da war so eine Bong irgendwie mitten im Zimmer. Und ein schicker Teppich. Okay, aber es ist eine gute Zeit, um was auszulösen. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nicht. Okay, den richtigen Schlüssel. Da habe ich jetzt Bock drauf. Warum? Warum ich da Bock drauf habe? Weil es war korrekt, in die Tür zu gehen. Es ist korrekt, in die Tür zu gehen. Werden wir jetzt gemessert? Wahrscheinlich. Werden wir gemessert? Werden wir gemessert? Du musst schleichen. Schreiben alle. Dann liegt dein Schlüssel, ja. Ich geh mal runter. Dann speichere ich jetzt, ne? Ich weiß jetzt nicht genau, weil die Musik Mucke laut ist. Ob die uns erwischt haben jetzt, ne? Mal kurz checken. Nee, sieht gut aus. Sieht gut aus. Gut aus. Wir gehen in die Türen rein! Weil das kann ja wohl nicht sein. Okay, dann klauen wir jetzt mal ein bisschen, ne? Jetzt klauen wir ein bisschen. Sonst können wir doch reinschleichen. Ich gehe mit dem Fuß. Ich schleiche auf dem supergeilen Megateppich. Aber hier liegt nämlich auch ein Schlüssel auf dem Tisch, ist auch ganz geil. Und dann, vielleicht können wir sogar Gorn einfach so befreien, das wäre ja Hammer. Schleichen klappt, schreiben ein paar Peoples. So. Checken wir mal die Truhe aus hier. Wenn nicht, dass du das nicht gewusst hast. RB-Fangirl, Bundesbono, M3NT, The Real Lagula Grande, Aische Pervers, Kasego Roshi, Ilsun Kim und auch DWSTJN, Suldur Lululululul,
Dr. Chaos 81, Loktor Cox, 3LDU3R1NH0 und auch Schusuk, Schlesen, Etienne Gardes, Kippenautomat, Barney Geröllheimer, Getelen, Oliver Meyer, X-Achse X, Jules E. und auch The Real Xorax, genauso wie Saftstecke Hillbilly The Kid, Lukas Beiner, Ernst 0, Ne3ML, 5S Sieg, Benjamin Fail, 17NS, Hey Yay Yay, F.A. Juden, RNE, Tessi, Patrick Andro, Minori Vega, Ball Austin, Matthias Schulenburg, Tupudiman, Blumanda, Pascal Schefanski, Doodle Noodle, Only Me, Aisha Schlesen, Finch, Inu Play, Argon, Dapsi, Joe, Onkel, The Hoff, Agency, Witchlord, Kuktrum, Römer 90, Invento, Jinjo, Ani, Timon und auch Leo, genauso Project 3, ihr seid die geilsten. Alle, auch Bam! Das war der lustige kleine Schlag. Was geht ab? Wow! Hot Grills! Schade, dass die nicht da sind, ey. Hot Grills! Warte mal. Ich wollte erstmal die Notiz lesen. Wir haben ja gerade hier richtig geil, wir haben diesen Schlüssel bekommen, konnten deswegen in die Tür gehen. Das ist gerade richtig geil sneaky, was wir hier machen. Ja doch, komm her. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, wo die kleine Notiz ist. Die müssen wir jetzt erstmal finden. Benjamin Föll, nicht Fail. Ich kann nicht aussprechen, wie ich will, Benjamin Fail. Sehr gut. Das kann doch nicht wahr. Wie ich nicht? Oliver Meyer! Touch of Hell! Da. Nee, Fischer William, auf keinen Fall. Ich hätte das nicht gemacht. Oh. Ey, lesen, bitte. Nee, das war falsch. Stinkende Zelle. Ja, wo ist denn die Notiz? Ja, die ist mega wichtig. Befehle? Ja? Waren das die Befehle? Nein. Nee. Komisch. Wo ist sie denn? Die muss da oben sein. Also, war sie nicht bei ihr gerade. Oh mein Gott, da muss sie doch sein. Guck doch mal bei den Schriftis da. Nee, da habe ich gerade geguckt. Alles? Sind wir vielleicht nochmal woanders? Guck doch mal durch. Das sind doch alles nur also das Buch wird es ja wohl nicht sein. Logbuch. Nein. Das ist kein Nein. 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 Ich handle schon Nein. In Innos. Nein. 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 Warte. Nein. Nein. Warte. Nee. Nein. 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 Und nein. Dann kommen auch noch welche. Nein. Genau das habe ich auch gesagt. Ein Bild von mir. Keine Ahnung, sag du es mir. Ja. Ey, keine Ahnung. Sollen die Leute schreiben, was. Also, ich weiß nicht, was. Die Notiz ist Gift der Blutfliegen. Ah, okay. Die hatten wir doch gerade. Alles klar. Ich brauchst du das nicht. Das mit den Blutfliegen schreiben Menschen. Ja, ich weiß, Leute, das ist gerade nicht so spektakulär, aber es muss getan werden, ne? Insofern. Es ist doch mega spektakulär. Ich habe alle Leute, die ich lesen konnte, vorgelesen. Ich hätte bei Wetten das mitmachen können. Ich hätte, kann sagen, ich wette, dass ich in 20 Sekunden alle Namen vorlese, kann, die ich sehe. So. Sehr gut. Ohne meine Hilfe hast du es geschafft, deswegen werde ich dich mit Nebel belohnen. Da ist immer nur so ein Schrott drin, ey. Warum ist da nicht die Rüstung plus 1000 drin? Das guck mal bitte die Blutfliegen-Notiz an. Bitte, bitte. Erstmal gehe ich durch die Tür. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Er ist Mensch, sie ist Mensch. Doch, Sneak Action ist auch mal ganz cool. Finde ich auch. Und glaub, ja, wirklich. Ich mach ein bisschen Muckern für dich. Warte. Wir klauen alles. Wir sind die Diebe. Wir haben Rüstung. Wir haben aber auch Füße. Und dementsprechend können wir leise gehen. Ja. Yeah. Okay, jetzt kommt der letzte Raum, der, wo sie es eben zerficken wollten. Jetzt kommt der Zerfickungsraum, Freunde. So, ich speichere nochmal schön. Okay. Also bis jetzt ist keiner sauer, wir haben alles gelootet. Und jetzt kommt der letzte Raum, der auch gleichzeitig scheinbar der verbotenste ist. Oh. Hey, wie soll das funktionieren? Ich weiß nicht, ich meine, er steht ja auch direkt, ne, der Boy. Ja, aber das hat ihn bei der anderen Tür auch nicht gestört. Bei anderen nicht, aber... Außerdem sind die unter mir, die ziehen die Waffe. Das ist völlig pervers, ey. Genau das habe ich. Warte mal, ich will jetzt einfach mal gucken, was da so drin ist. Befreit Gorn, Rüstung in seiner Zelle. Ja, da gehen wir hin. Was wolltest du da drin? Hier sind lauter Truhen und so. Das ist natürlich schon verlockend, ey. Na egal, können wir es gleich rausfinden. Ah, dieses geile Manowar-Bild da an der Wand. Ja. Können wir es nicht rausfinden? Wir müssen jetzt irgendwie erstmal den anderen Stuff machen. Gut. Merken wir uns, hier oben ist eine Tür, wo geiler Loot drin ist.
Vielleicht, wenn wir alle Drachen erschlagen haben, sind sie so freundlich, uns in diesen Raum zu lassen. Finde ich gut. Jetzt geht's weiter. Mach das scheiß Tor auf. Warte, warte, warte. Der Meister kommt. Da oben waren wir schon, ne, bei dem Dude. Okay. Er hängt da einfach schön der geile Italo-Western, ne? Yes. Und dieser Gruß wird ausgesprochen durch Michael Krogmann und initiiert durch Archol. Ich grüße Sau Mufanasek von worldofgothic.de. Okay, einmal Musik aus, Gespräch an. Aber ich begrüße euch auch alle. Geil, dass ihr da seid. Die Gefangenen. Und wer ist das? Hier ist Gorn drin. Ein paar Sträflinge und den Söldner Gorn. Ein harter Bursche, stark wie ein Ochse. Es waren 4 Mann nötig, um ihnen Gewahrsam zu nehmen. Einige Probleme erledigen. Kannst du mich in den Kerker lassen? Nein. Ich weiß langsam nicht mehr, der Kerker ist für niemanden zugänglich. Das gilt für jeden. Für dich, für Milton und jeden anderen. Das hier ist keine Taverne, wo man rein und raus spazieren kann, wie man will. Merk dir das. Das hätte ich dir vorher sagen können. Kannst du mir eine Ausnahme machen? Kannst du nicht mal eine Ausnahme machen? Nein. Uiuiui. War das jetzt falsch? Nein. Mach das weiter, das finde ich witzig. Schläfst du eigentlich nie? Nein, Enos selbst verleiht mir die Kraft, niemals schlafen zu müssen. Mich brauchst du das nicht. Okay, also pass auf, Micha, wir müssen, aber wenn wir das, die Truhen knacken wollen, dann sollten wir in dem Bett pennen, welches in dem Raum steht. Warum? Weil dann die Leute vergessen, dass wir da klauen wollen. Echt? Mhm. Das ist natürlich ein Bug eigentlich, ne? Aber machen wir trotzdem. Wenn du jetzt darauf Rücksicht nimmst, nein, mein nicht, dann können wir das Spiel jetzt neu starten. Okay, wir gehen jetzt da nochmal rein. Aber sonst gibt es ja gar nichts zu tun in der Burg, oder? Das kann doch nicht sein. In diesem wunderbaren, tollen Gothic-Jahr, meinst du? Ja. Gibt es natürlich auch noch mehr zu tun. Wir brauchen nämlich noch eine Spitzhacke. Ah ja, stimmt. Die holen wir uns gleich nochmal zurück. Wir müssen die fucking Schriftrolle lesen. Wir haben ein Kurzzeitgedächtnis von hier bis gestern. Ja, komm, lesen wir schnell die Schriftrolle. Wirklich? Darf ich die vorlesen? Ja, warte. Okay. Kann ich meine epische Stimme bekommen? Mit Hall? Geht das? Ich weiß gar nicht, ob da so viel draufsteht. Bitte, ich möchte meine Hallstimme kriegen. Da, gib dir Blutfing. Ja, Hallstimme an, jetzt. Hast du? Sag. Gift der Blutfliegen. Der Stachel der Blutfliegen enthält ein tödliches Gift, das niemand, der klaren Verstandes ist, zu sich nehmen wird. Okay, danke. Es sei denn, man heißt namenloser Held! Dann initiiert man sich das Gift und den Stachel und wird die maximale Realität erleben! Rim Reinke! Maximale Realität! Ich glaube, du hast mir die Energie geklaut, die du jetzt hast. Okay, wir machen jetzt den geilen Trick hier von euch, Leute. Ihr seid ja der Hammer. Aber bitte vorher speichern. Also ich renne jetzt da rein und penne, ja? Die Leute sind echt so dämlich, alles klar. Ich will nie wieder aufhören zu spielen jetzt übrigens. Hey, geil, Rainer, pen. Verpenny muss Prime. Wir können nur abwarten. Schön. Jetzt schleichen. Ich speichere mal lieber auf einen anderen Spielstand. Jo. Das wäre geil, jetzt noch schöne Wasserpfeife durchziehen. Bitte. Okay, ich mach dabei ein bisschen geile Transmucke an, okay? Was hältst du davon? Warte, ich muss mir kurz wieder Sachen merken. Okay, ich mach einfach an. Wir können nur abwarten. Wer sind die Ruler? Reinke ist ein Ruler! Was für Trick? Was für Trick sie hier? Ja. Und schaffst du's?
Wir sind die Schleicher, die Schleichensteins. Sehr gut. Und was ist drin? Fisch. Okay, Mucke aus. Einmal checken, ob die Leute sauer auf uns sind, dann können wir uns freuen. Das gibt doch nur noch, dass wir jetzt sehen, wie die nicht sauer auf uns sind. In dem Raum war übrigens nur Ranze, Loot. Ich hab Trixie auch was geklaut gerade beim Schleichen. So, die gucken mich schon mal so. Eigentlich finde ich Hammer. Ja? Sehr okay, gut. Alles klar. Weiter geht's. Also jetzt nochmal zum Milton, da gibt's Kohle, ja? Oder wie oder was? Ja. Und dann kaufen wir den einfach frei, oder? Scheiße, ja, fürs Kohle Spitzhacke von Gordon. Noch, ne? Spitzhacke noch, Spitzhacke. Spitzhacke, noch. Alles klar. Beste Regie der Welt! Trackname? Was ist das denn schon wieder? Erol lebt einen Tag länger. Oh, da gibt's auch Tränke bei Milton wieder. Hey, du. Jo, das ist gut. Garond verlangt 1000 Goldstücke für Gorm. Eine hübsche Summe. Ich kann 250 Goldstücke beisteuern. Schleichenstein. Der Track heißt Schleichenstein, du hast vollkommen recht. Dieser Track, den wir gerade gehört haben, hieß Schleichenstein. Ey, eine Empfehlung von Paul. Paul, zeig dich bitte. Da ist Paul. Und da ist Steffen. Und da ist Paul. Wenn gleich zwei geile Dudes in der Warte, Regie. Warte, zeig doch mal die Regie. Wo ist Paul? Und wo ist Steffen? Schon lange bekannt. Und wo ist Paul? Und wo ist Steffen? Und wo ist Paul? Ich hab da meine eigene Meinung. Und wo, okay. Geilste Spiel der Welt, Micha. Yes. So ist es schön, so gefällt mir das. Schön ein bisschen mit einem... So ein bisschen, ne, ein bisschen down anfangen, die Show. Ja. Und mit maximaler Eskalation aufhören. Ja, ich finde das, auch geil. Ich finde es Hammer. Und jetzt kaufen wir unseren Gorn frei. Und der kann uns schön zur Seite stehen, wenn wir durchs Tal laufen und alles wegwämsen. Sehr gut. Ich will Gorn freikaufen. Einverstanden. Du kannst zu Gerold. Wie ist die Situation? Das hat er aus dem Englischen. Da sagt man ja auch, how's the situation? Weißt du, das hat er aus dem Kopffilm. Ich würde gerne Gothic mal auf Englisch spielen, ey. Das fände ich irgendwie eine lustige Vorstellung. How's the situation? Yeah, we're... I hit you full pound on the mouth. Pound on the mouth. You fucking prick! Das ist okay. Wie geil du gerade zusammengezogen bist. Ganz gut. Michael, okay. So kann man das doch nicht spielen. Ich hab da meine eigene. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Lass Gorn frei. Ich komme auf Befehl vom Kommandanten Garond. Ich bin schon informiert worden. Wo hast du das denn? Hier ist der Schlüssel. Du kannst reingehen. Krass. Lass uns mal abwarten, was da passiert. Du weißt, was auch geil ist? Wir investieren jetzt erstmal unsere ganzen Lernpunkte in Stärke, weil Gorn ist nämlich Stärketrainer. Er ist der stärkste Fucker aus ganz Gothic. Gibt's denn hier für ein Schalterland? Ey, sorry. We got a maximum situation here. Sorry, sorry. Can you hear me? Maximum situation. Wir werden hier alle sterben. Okay. Sorry. Du kannst raus, du Idiot, ey. Na egal. Where's gone? We got a maximum reality. Maximum reality from Texas, man. Drahl. Okay. Wenn er einen Namen hat, kann er auch reden. Ich war draußen, als der Drache angegriffen hat. Ich habe ihn gesehen. Groß wie 10 Männer. Binnen von Augenblicken verbrannte sein Feueratem die Hütten. Ein Drache. Ich bleib hier sitzen. Hier kriegt mich keiner weg. Ich bin doch nicht wahnsinnig. Was ist mit denen? Nur weil die eingesperrt sind, sind die so wahnsinnig geworden? Nee, ich glaube, der ist andersrum, weil sie wahnsinnig waren. Das ist andersrum. Ja. Das ist das ganze Knast anders, ja? Und hier ist Gorn. Die Faulenzerei hat ein Ende. Du bist frei. Das geht ab. Er hat sich so gefreut. Ich nicht gerechnet. Ist verdammt gut, dich zu sehen. Garond sagt, du würdest zu viel essen. Alter, das ist creepy. Blair Witch Project. Ich könnte wohl ein paar Bier High five, Mann. Tragen. Lass uns hier verschwinden. Ich habe die Zelle lange genug gesehen. Warte. Ich habe hier noch was, das du gut gebrauchen kannst. Diese Rüstung habe ich hier in der Zelle gefunden. Geil. Hat wohl einer der Gefangenen hier versteckt. Er hat nichts an und er hat zwei Sachen zum Anziehen. Was ein Wichser. Hier könnte sie passen. Oder? Danke. Wir sehen uns bei Milton. Alles klar. Ey, Finch Longfield. Endlich mal wieder ein VIP am Stisi. Moinsen. Es dreht sich alles nur ums Okay, jetzt nehmen wir mal die neue Rüstung an. Ist sie geiler als unsere jetzige? Weil also geiler als die wir jetzt tragen, ja. Weiß ich eben nicht. Doch. Aber ich glaube schlechter als die schlechter Banditen, als die, ne? Ja, das auf jeden Fall. Rüstung von Raven's Garde, Piraten. Super. Ring des Wassers.
Nee, die ist schlechter als Piraten. 50? Ja, und wir haben 55. Oh ja. Ist ja logisch, weil Addon-Gebiet schwerer als Minental. Gut. Deswegen macht das Sinn, aber halten wir die Rüstung an, ist doch geil. So, was ist jetzt mit. Was hat jetzt Gordon gesagt? Wo ist der hin? Bei Milton. Bei Milton, alles klar. Ja. Kann er uns Stärke beibringen? Das wäre Hammer. Ja, Bütling ist jetzt auch VIP. Jetzt geht das hier wieder los, die ganze VIP-Scheiße hier. Ich find's nur geil. Das ist ja nur Hammer. Können wir uns. Ey, Micha, glaubst du eigentlich, ob es harten Schniedel noch, ob es denen noch gut geht? Was glaubst du eigentlich? Ja, ich weiß nicht, ey. Wir haben ihn echt geschont in letzter Zeit. Der müsste eigentlich wieder auf dem Damm sein. Aber. Sergeant, ey, ich hoffe, dir geht's gut. Also die High-Five-Dichte, ich kann es kaum nur aussprechen, hat stark abgenommen. Ist erschreckend gering geworden. Ja, auf jeden Fall. Wirklich. Das wird morgen alles anders. Nee, wann machen wir das? Übermorgen. Ja, und dann für euch dann Mittwoch. Für euch dann nächsten Mittwoch, genau. Dann vielleicht mal kurz einen Periscope-Stream, dass wir mal ein bisschen vielleicht Hilfe bekommen. Vielleicht wollen wir einfach den High-Five-Rekord abbrechen, so, weißt du. Alter. Nehmen wir uns einfach mal vor. Okay. Brauchen wir ja mal eine Challenge, neue. Dann wird aber alles mega episch, nur noch. Wo ist denn der jetzt hingegangen? Ach da, guck mal hier. Hier geht's ja auch noch rein. Kann ich Alter, noch geile Lampe. Ja. Ich handle stets in Innersen. Oh. Ach, krass. Okay. Das war irgendwie die Map. Das war etwas verwirrend jetzt. Das sind doch alles nur Gerüchte. Ja, aber es hat muss ich auch mal kurz ausruhen. Das ist schon in Ordnung. Schniedel ist noch da. Sehr gut. Okay, machen wir eine Mucke an, während wir hier da abhängen. Ich bin ganz stark für Musik heute. Kein Geheimnis. Pass auf. Ich habe lange genug hier rumgelungert. Wird Zeit, dass ich mal was anderes sehe als dieses Tal. Wie bist du über den Pass gekommen? Nein, ich abhauen. Es gibt einen Weg durch die verlassene Mine. Gut. Ich warte noch auf einen günstigen Moment und dann hau ich ab. Dann gehe zu Onas Hof. Lee ist mit seinen Jungs dort. Er braucht gute Männer wie dich. Das mache ich. Werd mir mal angucken, was die da veranstalten. Ah, okay, jetzt ist Gordon weg. Schau nichts gegen tun wahrscheinlich, ne? Jetzt rennt der Dude hier einfach weg. Kannst du nicht mit ihm sprechen jetzt? Nee. Ich habe Gorn befreit. Gut, dann sollten wir jetzt überlegen, wie es weitergeht. Ja, du kannst dich jetzt teleportieren, ne? Mhm. Was sind deine Pläne? Ich werde wieder zurückkehren. Ich warte noch eine Weile ab, aber da Gorn nun frei ist, kann ich mich zusammen mit ihm absetzen. Es ist mehr als nötig, dass Pyrokar von der Situation hier erfährt. Wie du meinst. Ich hoffe, dass Lord Hagen erkennen wird, welche Bedrohung von diesem Tal ausgeht. Nicht auszudenken, was passiert, wenn die Orks über den Pass kommen. Na dann, gute Reise. Emotionen sind genau unser Ding. Das interessiert mich nicht. Gorn, bitte. Wir uns wieder auf jeden Fall. Das haben wir schon gemacht, habe ich eben schon gesagt. Oh Mann, ey. Ja gut, dann kann der uns auch nicht Stärke beibringen. Ich weiß nicht, ob hier irgendwer anders uns irgendwie Stärke beibringen kann. Oh, lieber Chat, das muss doch gehen. Ja, vielleicht gibt es in Minen keinen Stärketrainer, kann ja sein. Wer erzählt denn sowas? So, dann holen wir uns jetzt nochmal unsere Spitzhacke wieder ab. Und das war's. Ab dann geht's wieder nur raus in die Pampa und zurück ins Dings, ne? In die City. Also so, zum Kloster müssen wir. Wo geht's denn überhaupt hoch? Also du bist jetzt zu Hagen wieder. Hagen sagen wir dann, yo, die böse Macht ist da. Hagen wollte es ja wissen. Er wollte wissen. Ja, das ist die Hauptquest. Genau, aber da wollen wir hin, weil dann geht's auch weiter. So, ist wichtig. Aber erstmal müssen wir ja die ganzen Schilfertrupps finden. Mhm. Die, wo ist denn die Spitzhacke? Da. Oh, warte mal. Hier krieg ich was für Stärke. Und wir sollen eine gute Armbrust kaufen, aber brauchen wir nicht, ne? Ja, brauchen wir nicht, nee. Hinten in der Ecke, hinter dem Gefängnis, ist der Stärketrainer. Hinter dem Gefängnis in der Ecke? Und Diego kann auch Stärke und Geschick trainieren. Okay. Links neben dem Gefängnis müsste ein Stärkelehrer sein. Da sitzt nur so ein komischer, schlaffer Dude neben der Kiste. Kann es unmöglich sein. Das wäre auch geil, wenn er so mutiert dann, weißt du, wenn ich ihn anspreche. Das ist korrekt! Ich bin der maximale Stärketrainer! Stärketrainer! Ich bin der Stärketrainer! Ah, hier, Brutus. Brutus ist mein Name. Stärketrainer! Okay, ich mach aus. Oder? Ja. Okay. Hey, du. Der sieht aus, wie ein Stärketrainer. Was ist deine Aufgabe hier? Meine Aufgabe? Ich trainiere die Jungs. Ich zeige ihnen, wie sie ihre Muskeln stellen können. Außerdem kümmere ich mich um die Gefangenen. Ich bin wie ein verdammter Vater für die Mistkerle. Aber meine eigentliche Kunst ist es, sie zum Reden zu bringen. Und glaub mir, bei mir redet jeder. Klingt ja richtig nett. Aber die verlausten Holzköpfe, die momentan einsitzen, haben eh nichts zu sagen. Stärke Sachen ausziehen. Kannst du mich trainieren? Ist egal. Ja, ich kann dir wir müssen eh schon 15 Punkte machen, ob wir die Dinger annehmen oder nicht. Okay. Wie viel willst du?
Hm, du treibst dich doch außerhalb der Burg rum. Ah, erstmal eine Quest für ihn. Ich mach dir einen Vorschlag. Mein Gehilfe Dan hat sich beim letzten Angriff aus dem Staub gemacht. Dieser Feigling. Aber er ist nicht alleine durchgebrannt. Das war Björn, oder? Er hat den Inhalt unserer Kasse mitgenommen. Was für eine Kasse? Meinst du, den wir schon gefunden haben, oder was? Das Zeug aufbewahren, das nee, Chef von hier, Panarbeit. So ja, hier, der ja, stimmt auf jeden Fall. Und das war nicht gerade wenig. Den haben wir doch in Artikel getroffen. Vorgesagt. Auch 200 gut verstanden, Goldstücke. Ne? Wenn du mir das Gold zurückbringst, kannst du den Schmuck auf jeden Fall ballern, ne? Und ich trainiere gekriegt. Dich. Nee, wir. Weißt du, wo Dan hin wollte? Möglichst weit weg von hier. Ich denke mal, er wird versucht haben, sich zum Pass zu schlagen. Wir haben was gefunden, Dan. Danke, das hilft mir sehr. Ja, was soll ich dir sagen? Ich weiß nicht, wo er ist. Ich habe was für dich. Ich habe was für dich. Ausgezeichnet. Wenn du willst, kann ich dich trainieren. Wie absurd einfach. Habe ich das jetzt gefunden bei dem Dan oder ja, was? Ja. Ich will stärker werden. Ich will stärker werden. Ja, okay, können wir doch nur einmal, ne? Zieh mal die Sachen aus. Vielleicht nee, das haben wir letztes Mal schon gemacht. Das war echt kein Ding. Hat nichts verändert. Na gut. Okay, machen wir jetzt einmal. Du verlangst mehr von mir, als ich dir beibringen kann. Oh, aber dann können wir es ausziehen, dann kann er uns wieder was beibringen. Mhm. Kostet dann zwar nicht weniger, aber er kann es wieder, warte mal. Dan ist nämlich tot. Na. Hey. Ich will stärker. So, das war's schon. Alles klar. Okay. Jetzt haben wir noch 5 Lernpunkte und wenn wir jetzt noch eine Stufe aufsteigen, können wir schon wieder bei ihm einen draufpacken. Sehr gut. Richtig geil. Na, so muss es auch laufen. Twitter Platz 4 oder was? Ist das wahr? Wirklich? Könnt ihr nochmal das, also haut das nochmal raus, ist das die Wahrheit? Ey, Paul und so, ich guck gerade auf die Uhr, also die Uhr läuft hier gar nicht mehr, unsere Studio-Uhr. Ich weiß gar nicht, wie spät das ist. Aber hier, Hashtag Gothic 2, @PiranhaByte, sie sollen auch miterleben, was hier abgeht. Also, sind wir noch dabei oder? Ich hab keine Ahnung. Genau das habe ich auch gesagt. Sind wir noch live, Paul? Steffen? Ich hab mir das schon. Also läuft, geil. Ja, gebt uns einfach Instruktionen, sonst spielen wir ewig weiter. Ja, wenn ein gutes Pferd, bremst man nicht, sag ich. Nicht so viel in die Kamera husten, Paul. Paul, zeig dich noch mal ganz kurz. Ganz kurz, meine ich. Zeig dich, ich will dich sehen. Wie findest du mal eine neue Kette? Hier, ich find's die geil. Guck mal, hast du schon gesehen? Meißenstein. Nicht nur, dass ich heute neue Schulterpolster habe, ne? Ich habe eine neue geile Kette bei Trixie. Ey, das sieht richtig geil aus. Okay, wie lange können wir? Ja, ey, wenn wir noch können und machen wir was Böses kaputt, wenn wir jetzt weiterspielen ein bisschen? Ja, also wir hätten jetzt einen guten Abschlusspunkt, weil wir jetzt genau diese Burggeschichten abgeklammert haben und jetzt geht's hier raus und wir würden anfangen, weißt du, mit dem Shit hier. Okay, wollen wir zumindest, ich hatte eine Idee. Ja. Wir haben die Zeit jetzt eh angeknappert ein bisschen. Ja. Wollen wir einmal noch zur ersten Schürfstelle gehen? Wenn die nicht, also die nächste okay, dran ist. Okay, dann müssen wir erstmal unsere Karte anwählen. Ist das okay für dich, Paul, wenn wir es genau so machen? Ist das okay für dich, Chat, wenn wir es genau so machen? Chat hat ein Delay, du musst 20 Sekunden warten. So. Da sind die Schriftstellen. Ja, dann gehen wir jetzt gleich zur ersten oder wie oder was? Warte. Ich muss auf den Chat warten. Jetzt müsste der Chat antworten, glaube ich. Ja. Okay. Ich hab's gehört. Aber dann, ja, okay. Da kommen natürlich jede Menge Gegner und so auf den Weg. Das kann dauern, ne? Aber wir machen es einfach mal. Ey, wir sind der krasseste Lord-Fucker von hier bis nach, Können wir denn auf dem Weg dahin die feiste Rüstung wieder anziehen? Ich glaube schon, ja, oder? Ja, auf jeden. Und ich mach hier muss erstmal den... Oh, die ganzen Orks, ey. Oh, ich mach einmal den Rampentrick jetzt. Ja, bitte. Und dann schön umdrehen, da passiert was Witziges, habe ich gehört. Wie umdrehen? Angucken, was da passiert. Gehen nämlich weg, ne? Ach, Elite-Boy. Wow! Hammer! Oh, schön, Micha. Sehr gut. Boah, ja, hat trotzdem ganz schön wehgetan, ne? Ja, wir haben noch ein paar Drinks mitgemacht. Er hat bestimmt einen guten Trank dabei. Unbekannter Soldat. So. Oh, der echt einen guten Trank dabei gehabt. Ja, haben die meisten. Das ist das Gute bei den Orks. Den schmeiß ich mir gleich wieder ein.
und so kann das weitergehen. Aber ich finde jetzt, wo wir diesen Zustand erreicht haben, dass wir weiterzocken, ne? Mhm. Haben auch alle Leute was ganz Besonderes verdient. Okay. 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 Dann gehe ich jetzt an den ganzen Orks vorbei, weil sonst dauert das nämlich 100 Jahre. Okay. Das ist super schön. Yes! Megasprung! Und da war ein Schamane. Also weißt du, wie lang gleich die Schlange hinter uns ist, ey? Alter. Müssen wir hier überhaupt lang? Weiß es nicht. Ich hab auch keine Ahnung. Hier sehen Sie, meine Damen und Herren, im fantastischen Rundreise-Let's Play von Micha und Micha und Trixi. Die Ork-Belagerung rund um die Burg. Hier kriegt man einiges zu sehen. Sie sehen Elite-Ork, Schamanen, normale Orks, Schattenläufer. Auch vielleicht das eine oder gerade das andere Sumpfkrautschlängelchen. Hier geht's wunderbar ab. Alter. Und von vorne kommen sie alle. Wow. Alter Schwede. Holy shit. Maximaler Impact. Bleib stehen, du Lump. Okay. Das war der Versuch, zur Schiffstelle zu kommen. Aber das wollen wir nicht nochmal versuchen. Aber ich war mir nur nicht sicher, ob es die richtige Richtung ist, tatsächlich. Ja, aber ungefähr schon. Ich hätte echt eine gute Rakade. Ey, beim nächsten Mal schnetzeln wir uns jeden durch die Masken. Das wird ein Riesenspaß. Das Orkblut wird spritzen. Ich fand es eigentlich ganz schön übrigens, dass wir da jetzt einmal lang gegangen sind. War ganz schön zu sehen, wie viel das sind, ne? Das ist nämlich. Das macht so ein bisschen, wie soll ich sagen? So ein bisschen Kriegsflair. Ich nenn's mal, ich bin jetzt mal ganz, ganz menschlich, ja. Ich sag, das macht mich richtig geil aufs nächste Mal. Ja, ne? Wir werden die alle niedermähen und dann irgendwelche Schürfer befreien. Hammergeil, ich bin sehr gespannt. Das wird so ein bisschen wie bei Braindead, weißt du? Wir holen jetzt den Rasenmäher raus. Das wäre so geil, wenn wir einen Rasenmäher kriegen könnten am Ende. Einfach nur genug Stärke und dann hast du einfach so ein. Und dann geht's los. Harry, ja. Amadeus, Björn, haut uns mal schnell einen Rasenmäher-Patch raus. Bei Elex müsste das eigentlich möglich sein. Du findest ja Überbleibsel von ehemaligen Zivilisationen, ja. Wir haben natürlich auch Rasenmäher. Natürlich. Das Zweckentfremden und. Ab geht das. Nicht mehr selbst den Arm bewegen. Send das den Rankmanator. Okay, von mir aus. Das klingt gut. Leute, wir lieben euch. Muchos lobos. Und ja, nächste Woche Mittwoch gibt es was ganz Besonderes. Eine aufgezeichnete Folge Gothic 2. Denn aufgewärmt schmecken wir noch besser. Reinke macht das Würstchen. Tschüss. Maximale Realität.